Sie zu Hause können natürlich auch fürs Phrasenschwein spenden und dabei auch noch ins deutsche Farbfernsehen kommen, wenn Sie uns nämlich ein Foto von sich rüber mailen. Die Adresse wird eingeblendet und dieses Foto hat zum Beispiel eine Kneipe aus München rübergeschickt. So sieht es dann aus. Das ist die Belegschaft der Kneipe Schleißheimer Straße in München mit einer saftigen Geldspende dazu. Übrigens eine Stadionkneipe, in der gestern unser Gast Frank Gosner kurz aufgetreten ist. Dann hast du ganz kurz schon mal erzählt, wie es dazu ging. Die Kneipe ist der Hammer. Also ich war schon ab nachmittags 2:30 da, um Bundesliga zu gucken. Und man braucht, glaube ich, eine Stunde, um alle Details ausgemacht zu haben. Man kriegt kein Tageslicht, finde ich super. Auf 2 Beamern laufen 2 Spiele. Man kann sich also voll auf, ehrlich gesagt, auf Fußball und Saufen konzentrieren. Und das ist eine super Sache. Man kriegt Schnitzel, da kann man noch eine Familie von der Straße reinholen. Zauberhafter wird in einem alten Osborn-Trikot vom VfL Bochum aus den 70er Jahren. Also ich wollte eigentlich gar nicht weg, wenn ich nicht hierhin gekommen wäre.